heute bei Secret of Mana. Auf zum Mond! Big Reveal! Ja, wir gehen zum Mond, beziehungsweise wir sind uns wieder darüber einig geworden, was denn nochmal der Plan war. Wisst ihr noch, als wir bei dieser komischen Sekte Wahrsager-Gedönse waren und André eigentlich nur geschrien hat, das muss ficken, während wir uns durch die Wildnis geprügelt haben? Wir müssen, beziehungsweise wir waren schon mal da und der Fährmann meinte nur so, ne, kommst du nicht durch. Und dann haben wir diese ganze Scheiße mit der Goldstadt abgewickelt und dem Schlüssel, den wir irgendwo suchen mussten. Mhm. Und uns niemand gesagt hat, wo es den gab. Wir müssen also einmal jetzt nach Westen. Zurück zur Wüste. Und nach Westeros. Und hier ist Lys Sternenmeer. Da rein. Ich weiß nicht, ob genau da. Ja, irgendwo wirst du ja hier wohl was. Nicht auf der Insel. Nee, der hier dann vor dem großen Wasser. Also einmal quasi über den See rüber. Ja. Ist unmöglich. Yay! Ja, ja, hier sind wir richtig. Erkennt ihr es? Okay. Eine Ente! Ah, hier war. Ja, ja, hier kann ich mich dran erinnern. Ja, da kam was, da war was, ne? Okay. Und jener Fährmann hier, jetzt nimmt er uns mit. Kleine Kackratte. Moin, moin! Ich bin Caro, der Fährmann. Nächster Halt, Mondpalast. Was wollt ihr eigentlich hier? In diesem Palast gibt es doch gar nichts. Viele, volle Kraft voraus. Ja, man merkt, dass du, einfach nur ein blödes Monster bist. Sollst du dich bewegen? Nö, das ist Reise. Wir müssen uns jetzt von diesem Biber namens Justin durch die Gegend fahren lassen. Läuft bei dem. Ich warte hier. Pokanis. Läuft. Cool. Okay. Ach so, jetzt sind wir in der Mitte. Oh nein! Komm, spam mal hier direkt gleich. Ach nein, Box ist weg. Wir sehen, was du kannst, Junge. Ach stimmt, ich hab ja. Nee, ja, doch. Beth hat jetzt das Dingens. Dann zeig mal, wie so ein richtiger Feuerball geht hier. Show me what you've got. Okay, hier. Loot! Spammerino. Da. Yeah. Moderna kann jetzt Laser Inferno. Inferno in dein Gesicht! Alter, ach mal die Punkte. So, was kann das hier? Ha! Walnuss ist zu viel. Ich hab's gewusst. Oh, fucking ja. Fuck. Und die Zauber so. Sag nicht die kleinen MP, die Bitches. Ja, sie haben dir MP geklaut. Wow. Oh! Oh, mein 1,0 vorhandener Magiepunkt. Ja. Und ich hab keine mehr. Du hättest die Walnuss fressen dürfen. Ja. Geil. Die wir gerade über hatten. Sweet. Ja, ich werde jetzt aber keine Walnuss verbrauchen. Ja, wow, alles klar. Klau mir einen MP, Alter. Ich werde jetzt keine Walnuss verbrauchen. Ja, auf Dauer nicht ist das aber ganz schön heftig. Sag ich dir. Jo. Ey, ey, komm her, du Flederviech. Fliegetier. Mhm. Ja, genau. Mach mal. Zieh mal 0 MP. Das ist ein geschwollener grüner fliegender Hoden. Flughoden. Was ist mit dir? Feinsauger der Flughoden. Ist das ein Untertitel oder ist das ein Adelstitel oder ist das einfach ein Anhang? Ist das ein Nachname? Ich würde sagen, das ist eine Jobbeschreibung. Alles klar. Casting, ja, für das Spiel. Wir suchen einen Flughoden. Mhm. Proxy erreicht Level. Er hat sich doch einer bestimmt gedacht, was machen wir für Monster? Oh, wir haben Schweine. Bären. Männer. Jetzt brauchen wir auch noch Flughoden. Shit, was ist denn hier? Also solange wir keine Mana-Punkte haben, können wir uns keine klauen. Also glaube ich, werde ich persönlich kein. Einfach ein Lutsch mir die Eier. Ich werde ein Lutsch mir die Eier Gesicht aufsetzen und werde halt keine Magiepunkte regenerieren. Wir sind voll im Weltall und so. Oh. Wir langrennen. Unendliche Weiden. Oder? Was geht denn hier ab? Oder müssen wir. Oh, okay. Da sind wir gerade da sind wir los. Das ist eine Ebene, aber die ist scheinbar endlos. Cool, dann laufen wir nach rechts. Dann kommen wir auch wieder an.
Wo startet man? Das don't know. Das ist so ein super mega Irrwitz. Hey, Kack. Ja, runter da. Ja, aber Weg. Da müssen wir ja zu irgendwas kommen. Weil hier ist Ende. Und wenn du jetzt da nicht drauf einhackst, dann ist hier rechts definitiv auch Ende. Können wir da rein? Irgendwas muss hier laufen. Hast du die Möglichkeit, irgendwas zu zaubern? Gibt es irgendwelche Objekte, die wir übersehen haben? Ja, Moment, wenn wir... Wenn der Flughoden fertig ist, mir die Eier zu lutschen. Ja. Dann boxen wir den erstmal weg. Damit er die Eier nicht mehr lutscht. Danke. Mal gucken, ob ich irgendwo casten kann, beziehungsweise... Grad nicht. Nö. Aber irgendwo muss hier was sein. Warte, oh, runter hier war was. Nee. Das waren nur die Sterne, ne? Okay, ja, es sah so aus, als ob hier was aufgetaucht wäre. Shit. Naja, also, warte, also wie gesagt, geh da nicht raus. Kannst du hier irgendwas casten? Oder? Nee. Energieschildi-Ding? Nee, das ist nur... Also wenn hier irgendwas gibt... Ja. Wenn hier irgendwas gibt, dann wird es auch was sein, was ich ancasten kann. Also es wird nicht sein, dass wir auf uns irgendwas casten müssen. Scheiße. Verdammt. Verraten uns die Sterne im Weg? Ich glaube nicht, oder? Sehen sehr random aus. So ausgedüftet ist er. Warum ist hier schon wieder so ein Fick? Weil wir raus und wieder reingerannt sind. Ach so. Aber warte mal, hast du da oben rechts? Ja, dachte ich mir auch gerade. Einmal weg, einfach weg. Nee, es war bloß Menü. Es war das Menü, ja, klasse. Oder. Funktioniert das Laserentferner jetzt auf dem Viech? Passiert damit irgendwas? Ich meine, komm schon, wir haben gerade erst Luna. Nein. Gerade erst Luna gekommen. Ich werde das mal spaßeshalber analysieren. Warum haben wir jetzt rechts oben schon wieder so ein Menü-Ding? Ist jetzt, glaube ich, von deiner Zwerge, ne? Das wollte gerade sagen, die Pixel sehen aus wie von Blank. So, ich analysiere den Scheiß. Bring die mal nicht um. Noch nicht? Ich will wissen, gegen was der... Keine Anfälligkeiten. Okay. Ist der jetzt mega tot? Ist ich würde vielleicht hier drum bleiben, gibt's irgendwas? Da ist die Treppe runter. Mhm. Dann, Können wir die Treppe anquatschen? Können wir die irgendwie... Nee, ne? Nee. Irgendwas muss es hier ja geben. Irgendwo gehen muss wir noch einmal das... weiter. Einmal noch. Renn ruhig. Das Einzige, was mir auffällt, wahrscheinlich aber auch nur, weil der Hintergrund random ist, ist, dass diese Sterne jetzt anders verteilt sind. Mhm. An der Treppe war der gerade eben dieser große noch hier rechts davon. Jetzt ist der da. Renn mal wirklich weiter. Gucken, ob wir das irgendwie... Ja, ich sehe, was du meinst, aber... Das sind tatsächlich unendliche Weiten. Stur geradeaus rennen bringt auch einfach nichts, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Ja, was mach ich denn jetzt? Warte. Stopp! Jetzt nach rechts vielleicht? Mein Controller ist gerade ein bisschen ausgefallen. Ja, super, Alter. Und die rennt einfach die ganze Zeit, oder was? Ja. Nein! Ey! Hörst du mal auf? Oh, was tust du? Ja. Die rennt und rennt und rennt. Seltsam. Hör mal auf!
Oh Mann. Ey, hör mal auf! Du blödes Stück. Ein Mädchen, komm zurück. Klasse. Komm zu mir. Ich will euch nichts tun mit dieser Axt in meiner Hand. Ich komm, bin ganz lieb. Ich komm aus dem Rennmodus nicht mehr raus. Ich komm aus dem Doof. Der reagiert auch gar nicht mehr. Meine Güte. Leute, wir müssen hier mal eben cutten. Ich muss das abstellen. Bis gleich. Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ja, okay, wir haben es dann. Also Blank ist wieder unter meiner Kontrolle. Und wir haben uns dann auch mal die Freiheit genommen, uns anzugucken, was genau wir hier machen müssen. Wo kommt der jetzt her? Tada, Orbschalter. Ja, ohne Scheiß, wir mussten einfach nur nach rechts rennen. Also wir mussten. Wir haben es ja geguckt, hoch. Aber so genau das zu finden, nachdem da lassen die Spieler auch erstmal 3 Stunden rennen. Ja, das ist exakt darauf konzipiert. Ohne Scheiß, dann hau Laterna da drauf, das ist der einzige, der. Oh, klasse. Friss eine Walnuss. Geht nicht anders. Ja, Moment. Wir haben Laterna gerade neu bekommen. Da also, hau mal Dings kaputt. Ah, komm, scheiß drauf. Wichst erstmal direkt auf den Schalter drauf, bevor das Viech jetzt anfängt, Mana-Punkte zu fressen. So. Booyah. Laser Inferno, gib dem Teil. Kill! Läuft. Hi. Ah. Nein, nee. Nicht. Das war jetzt jedes Mal denke ich mir so, oh scheiße, schon wieder ein Boss. Lunatic, willkommen im Mondpalast. Ich bin Lunatic, der Mondpatron. Es ist so langweilig hier, ich brauche Action. Darf ich euch helfen, Mana zu retten? Okay. Lunatic schließt sich an. What the fuck, ey. Siehst du, es gibt mehr als nur. Ja, hier. Hatte ich voll nicht mehr auf dem Schirm. Alles klar, was kann Beth jetzt? Mondklinge? Neumond-Aura? Lunakraft. Das ist verkehrt mit euch. Ich schau dir gleich jetzt mal wieder die Description durch. Ich check direkt die Skills. Vor allem nachdem wir jetzt 2 Mana-Geister so kurz hintereinander bekommen haben. Nachdem man ewig mit denselben aus dem Mund klingelt. Waffen halten die Kraft, KP zu stehlen. Geil. Läuft. Neumond-Aura erhöht die Kampfkraft. Nahkraft erhöht die Trefferquote. Was ein Buffboard. Bitch, geil. Genau das bräuchtest du eigentlich ganz am Anfang des Spiels. Ey, yay. Ganz im Ernst, alle 3 davon einmal so auf Proxy casten, damit der erstmal so. Voll der Tank. Steckt das Ganze denn? Kannst du das quasi die Effekte stapeln? Bestimmt. Also, ich glaube. Und was hat denn die andere mit? Was ist mit Clean Gnomi hier? Level Löffel Chapelle Lunatic Morphingas verwandelt Gegner in schwächere Kreaturen. Zaubersurg stiehlt den Gegnern die Magiepunkte. Bitches, yeah. Vollmondnacht. Gegner, Helden benehmen sich merkwürdig. Konfusion auf alle. Das hat sich jetzt eher angehört wie ein Darkroom, aber okay. Bei einer Vollmondnacht. Mhm. Läuft. Komm, dann lass mal lutschen. Ich würde sagen, knall den Samen und dann ist gut. Na, das ging einfach. Kraft des Samens erhalten. Ich hab doch gesagt, Akku. Okay, weg hier. Ciao, Bitches. Kriegen wir denn bessere Stats oder so, wenn wir die Kraft des Samens erhalten haben? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Einfach Level. Saug. Ja, Mann. Wir brauchen ein paar MP, um MP lutschen zu können. Genuss lohnt sich gar nicht. Wirklich egal. Ich will das jetzt ausprobieren, Dude. Okay, zeig mal. Da, hier. MP, Zaubersog, 1 MP. Gib mir alles! Dann gucken wir aber auch mal Lady. Lady. Achso, ja, box mal raus den Scheiß. Das würde ich jetzt auch gerne mal sehen. Mondklinge, ja, Mann. Komm, ich brauch Leben. Also, du hast 2 oder 3 MP gesaugt, was aber bei einer Stufe 0
Skill mit einem Ding doch ganz cool ist. Und ich lutsche MP. Wie geil ist das denn bitte? Mit HP. Läuft aber richtig, ne? Oh, der ist super geil. Läuft bei Luna. Das ist ja mega gut, Alter. Vor allem, ich kann das... Das ist das Coole. Das Ding ist im... Okay, Alter, das Ding wird gelevelt wie das Sau. Das kannst du grinden wie behindert. Das kannst du grinden wie behindert, weil du immer wieder Mana-Punkte kriegst, Junge. Und das Schöne, wenn du auf die Fresse kriegst, zauberst du halt einfach den anderen Buff. Vollmond nach 8 MP. Ich will gucken. Zeig. Wir wollen uns merkwürdig benehmen. Ich will jetzt erstmal andere wie Gegner auf einem haben. Wave. Wir wollen waven. Ist das cool? Schleim, Pilz. Gibt das dann auch weniger XP und Gold? Ich hab keine Ahnung. Feuer! Oh nein, dieser Rave Schleim. Lol. Kürbis? Das war doch gerade noch kein Kürbis. Ey, ich hab keine Ahnung, Mann. Ah, okay, was aber nicht von Dauer. Ah, bleib stehen, du bist mein Loot. Back ist ja nicht. Und nochmal. Boah, die Nachrichten. Abwehr gefallen. So viel, dass ich nicht mehr weiß, was wir gelootet haben. Ja. Walnuss! Beach. Beach. Cool. Ah, okay, klar. Ich meine, überleg mal, wenn du einfach als Laserentferno mit 8 MP da drauf casten musst, dann droppen dann sind die... Sind wir jetzt nur für den hergekommen, ja? Oh, schon wieder da? Mehr sagt er einfach nicht. Was ein Spasti. Was ein elender Spasti. Kleinen Link für Arme. Ja, kennt auch noch in so einem Pseudo-Overwall. Durch die Gegend, ey. Man sieht sich. Nein. Nie wieder. Du musst. Probier ich. Der will uns nicht gehen lassen. Hä? Oh, weil mein Controller schon wieder aus ist. Was soll denn das? Ciao, Bitch. Game is frozen. Jedes Mal, wenn ich... Der hat keine Batterien mehr. Und jedes Mal, wenn ich den Controller... Wenn der Controller sich abmeldet... Muss den neu konfigurieren. Checkt der Emulator nicht mehr, dass der Controller... Okay. Kleincut an dieser Stelle, meine Leute. Nee, Folgenende läuft. Folgenende ist ein Cut. Ist ein Cut. Ich box da jetzt neue Batterien rein und dann werden... Die nächste Folge. Und nächstes Mal bei Secret of Mana, der volle Controller.